Herzlich willkommen zurück, La Rue de la Division. Aufgabe fürs nächste Mal, Spanisch. La Rue de la Division Uno. Ja, also ich spreche Spanisch, relativ fließend. Kannst du einem nicht klar. Wissen. So, wir spielen wieder gegen Barcelona, Mensch, das ist ja geil. Also die letzten drei Gegner waren Barcelona, Madrid, Barcelona. Das ist natürlich toll, diese Vielfältigkeit. So, Ralf, du bringst mich nicht in die Situation zu reden, das wird doch nicht funktionieren. Nein, du bleibst jetzt schön beim Fußball. Okay, Mann, jetzt kommt der Kontergegenstoß. Ich will aufsteigen jetzt. Oh, der kam zu spät, ne? Ja, abseits, shit. Das war nicht perfekt. Der schnelle Walcott. Nicht richtig bedient worden von mir. Aber gut, das 3-0 war jetzt mit einem aktuellen Nationalelfspieler zusammengespielt. Ja, habe ich. Punkt. Jetzt dürft ihr suchen, wer... Herr Schiedsrichter! Oh, was eine Rattenattacke. Ist das jetzt das Rückspiel? Das ist ja kein Problem. Nee, die spielen immer nur Real oder Barcelona. Ja, aber es geht ja darum, dass du dieses Spiel gewinnst. Ja, du darfst dich aufregen. Ja, ich habe mit jemandem zusammengespielt aus der aktuellen Nationalmannschaft und ihr dürft jetzt raten, wer. Eigentlich müsstet ihr relativ schnell drauf kommen. Oh, hast du es gehört? Habe ich, aber... Hartes Aluminium gerade, ey. Spiel geht weiter. Muss ihn reinmachen. Nur so ein bisschen... Ja. Oh. Ja, es ist Fußball und Liebe sind manchmal das Gleiche, deswegen gelten auch ähnliche Richtig. Regeln. Zu dem, was du gerade gesagt hast. So. Richtig, Max Kruse ist richtig. Komm, hin. Wieso richtig. Wartet der nicht am Strafraum? Max Kruse natürlich. Der ein Tor geschossen hat. Ja. Kürzlich. Kann ich deine Felgenralle-Shirts käuflich erwerben? Ist Werbung erlaubt? Nee, Werbung hatten wir ja gerade erst. Das meine ich, ja? Ja. Nee, gut, das war kein Absatz, das war ein Foul. Ja. Aber gut, trotzdem mein Vorteil weg. Ja, kann man erwerben unter felgenshirt.de. Tut man auch was Gutes, findet ihr alles auf der Homepage. Werbung beendet. Felgenshirt. Ist ja kein Product Placement. Wo ist deins eigentlich? Also du hast ja eins, aber wo ja, ist ja, das? Ja, ich kann das doch nicht jeden Tag... Ja, das ist jetzt nicht dein Ernst, ich wollte gerade sagen. Ey. Ich kann das ja nicht jeden Tag anziehen. Das irgendwann... steht das ja vor Dreck. Da kann ich da, steht das, da kann ich da so hinstellen. Da kann ich mir das so, wie so ein Gipsmantel. So. So. Umdrehen und Abschluss. Oh. Also langsam, ey. Diese Alu-Scheiße hier, was ist denn das? Latte kannst du. Ja. Latte kann ich wirklich sehr gut. Ah ja, das war jetzt so ein 2-Alu-Treffer. Das ist natürlich jetzt echt albern. Boah, der grätscht da, aber. Bist du eigentlich Rocket Beans Abonnent auf Twitch? Ich glaube ja. Ich habe sogar ich habe auch mal gestreamt. Echt? Auf ja, Twitch? Auf Twitch, ja. Habe ich. Alter, bist du verrückt? Wer mitten in meinem Angriff, ey. Jetzt habe ich den nicht reingemacht, deswegen. Weil ich dir an der Brustwarze gespielt habe, hast du nicht reingemacht. Ja, pass auf jetzt. Ja, genau, zum dritten Mal. Hallo? Es ist nicht mal 20 Minuten rum. Es war dreimal schon Alu. Was ist das? Was ist denn hier los mit dem? Was muss man machen? Aluhut aufziehen. Ja. Ja. Wann machst du eigentlich mal eine Eckenvariante, die auch was bringt? Hör auf jetzt. Ja. Kommt keiner mit, ne? Ja, auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ich habe auch mal gestreamt, also quasi mein Game, Xbox habe ich gespielt und habe ich da gespielt? Shadow of Mordor, genau. Und hatte auf einmal 75 Leute, die mir beim Spielen zugeguckt haben. Und ich so, wow, also langsam, mir schauen 75 Leute beim Spielen zu. Krass. Ja, du bist wie Sunway Number One, Alter. Unser Bios of Love. Okay. Prototyp. Ja, aber das ist war lustig wahrscheinlich für dich in dem Moment. Ne? Wussten die, wer du bist? Oder? Ja, ich hatte da, also ich denke, also der größte Teil sowas, ich hatte es getwittert, ja. Ja, macht euch nur lustig über 75. Nein, ich meine es überhaupt nicht. Also es ist doch super, wenn man so zum ersten Mal als Privatperson auf einmal sieht, dass sie gucken einem 75 Leute zu, ist doch nice. Ja. Oh. Der war gut. Ja, aber er hat ihn gehalten und es ist so langsam grenzt das wirklich an Frechheit, was hier teilweise, da kommt mir nicht mal entgegen irgendwie. Hin. Oh
Ach, der war doch aus. Na gut. Weißt du, gleich fange ich mir wieder ein Konter. Das ist immer das Gleiche. Das willst du machen, Mann. Das willst du machen. Ich will einfach nicht rein, die Pille. Hast doch bestimmt schon vor 75.000 gespielt. Richtig, aber nicht Shadow of Mordor, sondern es war in Dortmund. Ja, ja. Aber es ist für viele ja auch wie Mordor. Für die Schalker ist das Mordor. Oh, die zärtlichste Ballername der Welt. Wer gewinnt heute Abend? Mainz gegen Dortmund. Das ist natürlich... Und jetzt... Dankeschön! Meine Güte, das hat aber auch gedürrt. Hast du das gesehen? Ja, aber man merkt, dass du so langsam den Fokus... Ja, ne? Das ist wirklich das Konzentrieren. Das ist das gebündelt irgendwie. Man muss es bündeln. So. Ein Wunder, dass der nicht gegen das Aluminium gegangen ist. Komm, Junge, tu es. Was auch übrigens... Ich darf das sagen, weil das Ball noch nicht rollt. Geil ist an FIFA 16, man kann das Replay nur einmal schauen und nicht dreimal. Ja. Das ist tatsächlich eine der besten Verbesserungen. Aber ey, du hast ein Tor kassiert. Klar, troll mich, Mann. Klar. Ich bin jetzt dein Erzfeind, weil du ein Tor kassiert hast in einem Spiel, was... Ja, natürlich war das ein Foul, alles klar. Oh, das ist so schlicht. Oh, das, kannst du mir... Kennst du auch so, ist es dir in der Profikarriere oft passiert, wenn ihr ein Tor geschossen habt, dass der Gegner einfach euch getrollt hat und einfach den Anschluss verweigert hat oder einfach mal zur Pause gegangen ist, dreimal in der ersten Halbzeit oder solche Sachen? Nee, aber die wollten dann unglaublicherweise auch ein Tor schießen. Ja, frech. Aber bei FIFA passiert das nicht. Bei FIFA passiert so ein Scheiß hier. Das Doofe ist halt, dass die Zeit nicht weiterläuft irgendwann. Oder? Ja, die läuft schon weiter, aber die kriecht nur. Aber das ist halt, was ich meine, was soll denn das? Du hast ein Tor kassiert, du, deal with it. Das ist, was soll das? Oh. Wenn es jetzt so ein Teamspeak geben würde, also so ein Dings halt, ne, wie bei Call of Duty zum Beispiel, der würde dich wahrscheinlich komplett durchbeleidigen jetzt. Ja, also der beleidigt mich ja auch durch seine Aktion jetzt. Ich weiß nicht, was soll denn das? Straf ihn mit Toren. Hast du das bitte gerade gesehen? Ich tippe den Y-Button an, damit ich ihn den vorlege. Ich tippe ihn nur an, ja? Aber warte mal ganz kurz. Der wehrt sich nicht und du schießt kein Tor. Hallo? Ralf, ganz ehrlich, siehst du diese Scheiße? Wenn der Gegner, aber du musst dich doch nicht dem Niveau anpassen. Ja, aber es ist so schwer, den Ball abzunehmen, wenn er sich nicht bewegt. Das klingt jetzt lächerlich, aber es ist echt so, weil du kannst dich nur aus einem ganz bestimmten Winkel nähern. Ja, alles andere, gut. So wie da, hast du es gerade, ich habe ja im Prinzip nicht gesagt, das ist ein fucking Foul. Warum pfeift der Foul? Bist du jetzt wieder dabei oder was? So, hab ich nochmal reingemacht. So, ich drück das mal. Nee, aber war jetzt ja nicht unbedingt spektakulär, ne? Muss ich mich nochmal angucken im Replay. Aber was soll das? Komm, Junge, spiel einfach weiter. Geht zum Ball. Nein. Vielleicht Pause, die wird wahrscheinlich dann aber auch. Wie heißt du bei Twitch? Ich muss mal nachschauen. Hast du schon lange nicht mehr gestreamt, ne? Nee, ich war in letzter Zeit wirklich viel unterwegs und wenn ich mal zu Hause war, dann habe ich versucht, bei Forza und Gears of War weiterzukommen ohne Stream. Aber es kann ja auch gut, wenn du FIFA kommentierst, so wie jetzt, ist auch super Übung für deinen Job als Kommentator. Schieß das Tor. Ja. Reißt dir den Finger auf. Alter Schwede, der cheat mir einfach weg. Und was ist hier? Bitte. Haben Sie das gesehen? Nee, habe ich nicht, weil ich suche gerade meinen Twitch-Namen. Warte mal, das habe ich doch hier in meiner... Das ist ja unglaublich.
App gespeichert. Dein Twitch-Namen? Ja. Mit den Zugangsdaten. Tatsächlich. Die Verbindung mit dem Gegner wurde unterbrochen. Na, was ein Zufall. Gut, aber das ist der Aufstieg. Guck mal, 4 Spiele vor Schluss, Aufstieg gesichert, super nice, aber jetzt müssen wir noch um den Titel spielen. So, das Ziel muss nicht nur sein, aufzusteigen, das Ziel muss sein, den Titel zu holen. Den Titel zu holen, ist so. Wir gehen hier nicht einfach nur mit dem Ziel in die Saison aufzusteigen, mit dem Titel. Und übrigens für alle Zweifler, also, es gibt ja auch Leute, die sagen so, das schaffen die eh nicht, warum spielen die noch Road to Division 1? Wir haben das letzte Mal bei FIFA 15 ja auch erst angefangen, als das Spiel schon ein paar Monate draußen war. Und das heißt, wir hatten auch viel weniger Zeit. Jetzt haben wir mit Release angefangen. Guck mal, wir haben das letzte Mal ja im Januar, glaube ich. Der Sender startete im Januar. Folglich haben wir auch im Januar mit Road to Division angefangen. Jetzt haben wir Oktober. Das heißt, wir haben noch November, Dezember, Januar. Und in 3 Monaten sind wir dann da, wo wir das letzte Mal gestartet sind. Also, es sind andere Voraussetzungen. Es kann klappen. Und der Ehrgeiz ist da. Also, ich meine es ernst. Ich will hier in Division 1 kommen. Das ist absolutes Ziel. Also es ist nicht so, dass es hier irgendwie nur noch gespielt wird aus Gewohnheit. Nee. Hast du den Namen gefunden? Ja, habe ich. Ich habe ihn auch schon im Chat verraten. Also, verrate ihn mir doch auch. Das geht dich gar nichts an. Warum bist du grob? Konzentriert. Okay, ich konzentriere mich, Coach. Hier wird gefragt, ob ich die Leute lieb habe. Ich glaube, ich habe ja eben schon ein bisschen was zu dem Thema gesagt und wie ich aufgenommen wurde und dass ich mich dafür bedanken würde, möchte. Und ich kann nur sagen, dass diese positive Performance, die mir von der Community entgegengebracht wird, quasi definitiv auf Gegenseitigkeit beruht. Insofern. Liebe erzeugt Liebe. Ja. Aktion gegen Aktion. Liebe erzeugt gegen Liebe. Liebe oder Liebhaben? Liebhaben ist so ein... Es wäre eine Diskussion für ein Almost Daily. So, sagst du, ich hab dich lieb oder ich liebe dich? Fragst du mich das jetzt ernst? Nein. Und dann stichst du mich gleich wieder in die Rippe. Richtig. Du hast dich aufs Spiel zu konzentrieren. Oh Gott. So, jetzt. Kommst du da ran? Jawohl. Lauf. Toller Ball. Nicht so gelöst, wenn man schon Meister ist, weißt du? Ja, du bist tiefenentspannt, ne? Ja. Jetzt, weil vorher war ich echt grob, also grob, jetzt benutze ich das falsche Wort, grummelig mit mir. Ja. Und, aber jetzt bin ich super entspannt. Meisterschaft ist schon durch. Mir kann nichts mehr passieren. Nur noch für die Galerie. Und übrigens schon wieder gegen Barcelona, ne? Also es ist echt sehr viel Abwechslung. Ja. Warum spiele ich immer nur noch gegen Barcelona? Weißt du was, das ist vielleicht auch so ein Ding, dass, Entschuldigung, da muss ich kurz sagen. Gerne. Weil im letzten 4-15 haben alle mit Madrid gespielt, ja. Weil die im Bar waren. Und es kann natürlich sein, dass durch diesen neuen Fokus auf Kombinationsspiel und nicht mehr auf dieses Run and Gun, dass jetzt vielleicht mehr Leute Barcelona nehmen, weil das Spiel dem Spielstil von Barcelona sehr entgegenkommt, dass sich das ein bisschen verlagert hat. Ne? Das kann natürlich sein. Wer wird nächstes Jahr Europameister? Ja, was meinst du? Deutschland? Gehört zumindest zum Favoritenkreis. Ich sag Frankreich. Ich glaube, die Franzosen werden in, vielleicht jetzt noch nicht, aber in 4 bis 6 Jahren eine sehr gute Generation haben. Ich finde, die haben jetzt schon eine super Generation. Also sie haben viele auch junge, talentierte Leute. Ich soll nicht reden. Bei Transfermarkt steht, du bist vereinslos. Bedeutet das, dass deine aktive Spielerkarriere noch nicht definitiv vorbei ist? Gut, ich bin auch vereinslos. Ne? So. Korrekt. Es ist so, dass ich momentan natürlich mich weiterhin versuche, halbwegs fit zu halten. Ich aber auch versuche auf verschiedensten Ebenen ein bisschen die Zeit nach der aktiven Karriere vorzubereiten. Tue ich gerne und aber auch gezwungenermaßen. Und deswegen, so ganz definitiv vorbei ist es noch nicht. Aber es ist natürlich so, dass die Vereine auch nicht Schlange stehen.
Insofern ist das noch so ein bisschen unsicher und ja, das mit dem Vereinslos passt momentan. Hin und wieder werde ich ja hier aufgenommen. Immer bist du. Darf zur Not auch auf dieser Couch übernachten, habe ich gehört. Klar, wenn es denn mal sein muss. Im leckeren Keller. Ja. Alter Schwede, hast du diesen ja, Rums gerade gesehen von Casola? Der war noch abgefälscht, die Ecke. Was zu trinken gibt es auch, habe ich gesehen, insofern. Ja. Also Wasser. Ja, und reicht. Schölchen. Stilles Wasser, weil das macht nicht so einen Stress im Magen, das geht. Ist auch nicht so laut. Auf jetzt. Ja, boah, ist es Ecke, der ist ja auch nicht im Spiel dabei. Ich bin ganz nervös schon. Oh, Mertesacker, nee, der kann nicht schießen, ich muss ihn nochmal ein. Lauf doch hingegen! Mertesacker ist halt leider nicht so der Abschlussspieler, ne? Hast du mal mit Mertesacker gespielt? Gegen ihn habe ich dreimal gespielt. Kann man Mertesacker machen? Nee, das ist nee lass mal. Das wird nicht funktionieren, glaube ich auch. Wenn ich das so sagen darf, ich kenne ihn auch persönlich ein bisschen. Ist ein Riesentyp, also nicht nur. Ja, ich verstehe. I see what you did there. Ja. Steht es 4-0, dass du hier anfangen kannst im 16er Hackespitze? Und weiß Stil. Ich, nee, nix Stil. Dein Stil ist Tore schießen. Du warst stark, solange du dich darauf konzentriert hast, im 16er den Abschluss zu suchen. Sie haben recht, der Trainer. Ich möchte mich nee, sie brauchst du jetzt auch nicht anfangen. Wir sind hier nicht. Keine Coach. Ahnung, in Harvard. Ne? Wir sind hier auf dem Fußballplatz. Hier wird mal locht. Ja, okay. So. Machen wir so, ey. Also. Kämpfen. Thorsten, Digga, ich sehe, du kommst aus der Legertschen Schule. Hahaha. Mich kannst du nicht austricksen. Oh, shit. Boah, was hat der einmal für eine Power hinter dem Handschuh gekriegt? Oh, Herr Schiedsrichter. Das ist doch der Quatsch, was sie hier machen. Der schießt Rakitic aus 150 Metern. Ich traue dem Spiel nicht. Sowas kann auch mal reingehen. Ich stehe mich immer lieber auf die Torlinie. Nein, bleib da. Ey, ich wusste, es ist so klar. Ich stelle mich da noch hin, aber ich habe nicht genau gesehen. Und dann stand ich zu weit vorne. Ne? Sieht man jetzt auch. Siehst du? Ich stehe ein bisschen zu weit vorne. Deswegen komme ich da nicht ran. Aber das ist auch so ein Ding, die Freistöße hier, ey. Na gut, Coach, sei nicht enttäuscht. Nur, ich gebe dir noch Zeit. Die Abrechnung erfolgt danach. Der Held, das Problem ist, du hast. Nein, pass auf, du hast nach dem Abstieg, jetzt hast du zu lange gefeiert. Ja, du hast recht. Der Fokus gilt auf den Titel. Ja, ich möchte mich entschuldigen. Entschuldigen? Was hilft mir eine Entschuldigung? Mach's besser. Okay, Coach. Entschuldigung. Mertesacker! Oh, ich will, dass der ein Tor macht. Mann. Dass du das nicht absichtlich machst, ist mir klar. Du musst dich nicht entschuldigen. Du musst einfach nur das Tor schießen. Okay, Coach. Mach ich. Ja, ich wirklich war. Jetzt wenn du mich jetzt. Nein, Mann, guck mal, ich mach jetzt Flanke. Und da ist der Torwart so. Shit. Mertesacker ist am Ball. Mann, der ist schon gelb. Ich kann nicht mehr wild in alles reingrätschen. Messi ist natürlich auch ist nicht der schlechteste Spieler, muss man fairerweise dazu sagen. Aber guck mal, wie ich Messi bremse. I'm the Wheel Master. Gab es dich auch mal in FIFA? Ja, mich gab es 10 Jahre lang in FIFA. Ich habe tatsächlich, das ist das erste Jahr, wo ich glaube ich in keinem Kader bin. Ich weiß nicht, ob ich unter den freien Spielern bin, aber nicht im Kader. Und ich habe... Solange ich FIFA gespielt habe, was nur ein paar Jahre war, auch tatsächlich ist immer genossen, mit mir selber zu. Also. Ja, ich habe es genossen, mit mir selber zu spielen, ja. Sagst du. Ja. Aber du weißt ja auch selbst genau, was du brauchst. Also, ich weiß es, ja. Ja. Wie man dich am besten spielt. Ja. Wie man den Spannstoß am besten vollführt und so. Komm, jetzt muss noch irgendwas mit Latte kommen und dann haben wir alles durch. Wenn du jetzt nicht aufhörst mit diesem Rumgetrickse. Entschuldigung, Mann. Nein, nicht. Hast du mich gerade ausgelacht? Nein, ich dachte über Messi, weil er so klein ist. Du weißt, wie viele Stufen das von hier unten bis nach oben sind? Ja, dann nimm das Ganze mal 5. Macht das Spaß? Ich möchte das. Ja, also. Oder der Skischanz, wo der so, mit dem man so hochlaufen muss. Guck mal, er möchte hier gerne mit mir dribbeln. So, jetzt mache ich aber mal richtig einen los.
Das war so klar, dass ihr alle anspringt auf mit sich selbst spielen. Das ist Wahnsinn. Ja, ihr habt wahrscheinlich alle eine 2 vorne im Alter, ja, aber wir und habt den Humor eines 15-Jährigen. Aber ja, wisst ihr was? Das mag ich. Guck mal, guck dir das mal an. Wie ich hier durch die Reihen gehe, wie Buddha, ne? Wie Moses durch Schafe. Was soll denn das? Du fängst an, nachlässig zu werden. Du hast recht. Aber jetzt. Come on. Na, jetzt will er mir die kurze Ecke, die ich erfunden habe, nachmachen. Ist das nicht frech? So. Ja, das klappt halt nicht, wenn er das macht. Lauf. Steht da und guckt mich an. Anstatt einfach lang zu laufen, die Linie, wo alles frei ist, wo ich mit L1 gesagt habe, tu es, mach das einfach nicht. Guckt er mich lieber dumm an. Weißt du, was wir fürs nächste Mal machen? Ich habe so einen Bekannten, das ist ein Freund von mir, mit dem war ich auch, also, und der hat diverse, mach ihn rein! Mann, diese dumme Latte, das ist so schlecht! Oh Gott, was ist das für eine Latte? Was ist das für eine Latte? Kannst du mir das mal erzählen? Was? Oh, die heißt wahrscheinlich Ron Jeremy, die Latte. Ich weiß es nicht. So, jetzt bin ich hier aber durchgerast. Özil. Wird wohl unangenehm. So, bitteschön. Aber das ist jetzt nur der Anfang. Ich weiß, Mann. Das kann nur der Anfang sein. Jawohl. Jawohl, Chef. Guckst du dir an, der Özil, der teilt sich durch, ey. Und dann, warte mal, hier war irgendwas, da wollte ich drauf einsteigen. Er wird wohl unangenehm, wenn man über ihn lacht. Ganz im Gegenteil, Leute. Ich bin, glaube ich, der, wie sagt man das, wenn man gut über sich selbst lachen kann. Ich nehme mich selbst nicht zu ernst. Oder? Das ist doch gut. Ich glaube, Humor beweist sich immer erst, wenn es um einen selber geht. Weil über andere Witze machen, das kann jeder. Naja, auch nicht jeder. Ja, doch. Also, nö. Ich kann ja viel über deine Nase erzählen mit dem Pickel vorne drauf. Aber das ist ja auf das Dauer ist es ja auch. Gemein, ja, ey. Eben. Tue ich ja nicht. Das wäre ich nicht okay. Das fände ich nicht nett. Hier, wer ist das? Der macht jetzt was Schönes. Zack, gib mir den Ball. Nein! So, ja, steht da Selbstironie, danke. Ist halt Eloquenz bei Fußballern, ist immer so eine Frage. Ja. Hast du eigentlich auch mal so einen Kurs gemacht? So einen geilen. Nein. Wie kaputt sind deine Knie vom Fußball? Ich steig kurz drauf ein, du konzentrierst dich auf Fußball und schießt jetzt bitte das 2:1. Abschluss. Ja. Ja, der kam das lange Bein, das wollte ich nur aussteigen lassen. Eine sehr schwere Knieverletzung letztes Jahr gehabt, Kreuzbandriss, Innen- und Außenmeniskus im rechten Knie. Und davor dreimal Innenband, Teilruptur, also Teilriss, Ruptur, zweimal rechts. Ja, Ruptur ist der medizinische Fachbegriff. Zweimal rechts, einmal links. Also das Rechte ist jetzt so, also links ist alles gut und rechts ist, sagen wir es mal, alles wieder gut hergestellt. Kriegst du dann eigentlich bessere Ärzte und sowas als der normale Mensch, weil dein Körper mehr wert ist als der Körper zum Beispiel von mir? Na, ich krieg dieselben Ärzte, nur dass wir sie vielleicht ein Stück weit individueller kriegen. Also sprich, wir haben ja feste Mannschaftsärzte, wo es halt die Kooperation gibt, der halt sofort mit dir... Ja, vor Ort ist. Der kennt auch deinen Körper. Richtig. Der weiß, was du brauchst. Ja, natürlich hältst du den, weil du bist der Champion. Ey, was ich hier an Chancen verdaddel, das geht auf keine Haut. Guck mal, ich mach nochmal den Champion-Trick da hinten. Wenn Nils gewinnt, heirate ich meine Freundin. Wäre ganz nice, wenn die Freundin auch im Chat wäre und einfach mal was dazu sagt. Er heiratet seine Freundin. Ja, zumindest heiratet er nicht irgendwie die Mutter von der Freundin oder so. Elfmeter. Sie nur reinprügeln. Bekommst du als vereinsloser Spieler Arbeitslosengeld 1? Ist das schnell. Also. Jetzt heiratest du deine Freundin! Ne, noch ist das Spiel nicht vorbei. Man soll den Abend nicht vor der Nacht loben oder so. Das ist korrekt. Ja. Elfmeter muss man sich nicht nur angucken. Auch wenn er wunderschön war. Spiel gedreht. Das ist der Wahnsinn, oder? Faul, denke ich. Das
die Frage, ob die Freundin wieder, schon was von ihrem Glück Özil weiß. Ja, die wird heute gefragt dann. Ich bin seine Freundin und kann es nur bestätigen. Glaube ich jetzt nicht, aber... Oh, da war ich, oh, dieser Druck jetzt auf einmal, dass ich verantwortlich bin für eine Heirat, ey. Ob ich dann eingeladen werde eigentlich? Gibt's das Torte? Ja, gibt es nicht mehr als eine Torte. Ist hoffentlich sogar eine Heirat. Ach so, ja, Arbeitslosengeld, das wollte ich ja noch sagen. Ich musste mich nach Vertragslaufzeit ganz normal beim Arbeitsamt bzw. Arbeitsagentur arbeitslos melden. Oh, ich war noch dran. Und dann läuft alles seinen Gang, aber mittlerweile hat sich das auch wieder erledigt. Lustig. Na, ich bin ja in eine Selbstständigkeit, Alter, übergegangen. Oh. Mann, ich hab ihn nach oben gespielt, wo der lauerte. Wo ich wollte, dass der lauerte. Ja, diese Killer-Grätsche von einem Champion. So. Was, wie der mich umgeruppt hat. Ja, das ist. Das ist Frust. Ja, oder? Ja. Das ist der sogenannte Frust. So, 30 Meter. Wer macht das? Er macht ihn rein. Pass mal auf. Oh. So. Eine Heirat steht an. Eine Heirat. Sehr gut, ey. Das sind so Momente, wo du das Gefühl hast, dein Leben hat wirklich einen Wert. Wenn du zwei Menschen finden zueinander und sie heiraten und ich bin dafür verantwortlich. Die werden vielleicht ein Kind bekommen. Ich bin verantwortlich für das Kind. Meinst du, sie werden es Nils nennen? Wenn es ein Mädchen wird, ja. Wenn es ein Junge wird, weiß ich nicht. Aber stell dir vor, die bekommen jetzt ein Kind, weil ich gewonnen habe, die heiraten, sie bekommen ein Kind. Das Kind wird Präsident. Das Kind wird vielleicht, sagen wir, amerikanischer Präsident und gleichzeitig in Personalunion Präsident von China, wird der mächtigste Mann der Welt und stellt den ewigen Weltfrieden her, der nach mir benannt ist. Du bist jetzt Meister, oder? Wir sind Meister, Mann. Coach. Apropos Meister. Ja. Nächstes Spiel oder Werbung? Nee, wir haben noch 10 Sekunden. Ja, das haben wir noch. Weil, Meister, wer war letztes Jahr Meister der zweiten Liga? Ingolstadt, FC sogar. Oh, da ist ein Ingolstadt-Trikot dabei. Und eure Bundesliga-Wand ist ja sehr karg. Ja. Vor allem fehlt ja natürlich. Nice, Mann. Jetzt musst du dir aussuchen, mit welcher Seite du es aufhängst. So, also ist ja eigentlich. Ne? Hattest du immer die 26? Ich hatte überwiegend die 26. Ich hatte auch eine Zeit lang die 11, aber die 26, das ist so die Nummer, mit der man mich oftmals assoziiert. Warum? Hast du ein Geburtsdatum oder so? Nee, eigentlich damals, als ich zu St. Pauli gekommen war, war die 26 frei und bei der bin ich geblieben. Ach so, na gut. Ja. Ja, geil, Mann. Ja. Das lässt du bei uns, ja? Für die Wand. Ja, lasse ich bei euch im Tausch gegen 50 Euro. Ja, Mann, kannst du den beim Kassenbad abholen? Nein, das ist für euch, für die Bundesliga-Wand. Nice. Kannst du zwischendurch den Rest der Woche auch als Schlaf-T-Shirt nutzen? Deine Freundin wird zu schätzen wissen. Ja, machen wir und, so. Ja, die kann da auch reinniesen und so. Zum Beispiel, ja. Gut. Ja. Danke, Mann. Bitteschön. Vielen Dank. So, wir machen jetzt ein bisschen Werbung. Und gleich ganz unten, wir sind aufgestiegen, wir sind Meister geworden. Ne? Also soll noch einer sagen, hier gibt es keine Erfolge zu feiern. Und jetzt geht es gleich weiter in Liga 8, alter Schwede. Was ist hier los? Bis gleich.